Wir singen das Lied 97. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, war zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott bitten, dass auf unserer Fahrt Friede unsere Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht, doch der Himmel sagt uns, alles ist vollbracht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus dem Toten, lass uns auferstehen. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu, doch der Himmel fragt uns, warum zweifelst du? Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, war zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Seid gegrüßt. Die aufmerksamen Betrachter werden es gesehen haben. Wir haben einen Sockel da stehen, doch auf diesem Sockel steht keine Osterkerze. Das liegt daran, dass wir in der Passionszeit, in der Vorbereitung zu Ostern, diese Kerze nicht mehr anzünden, sondern es ist eine stille Zeit, eine Zeit, wo man sich auch damit konfrontiert, dass das Licht ausbleiben könnte, dass das Leid in dieser Welt oftmals so hoffnungslos macht, dass man meint, alles Licht wäre erloschen. Und so müssen wir das aushalten, diese 7 Wochen ohne, die tatsächlich eine Zeit sind, in der man sich vorbereitet und in der man ganz tief in das Leben hineintaucht und schaut, wie ist das Leben denn wirklich, und sich frei macht von diesen ganzen Illusionen vom lieben Gott, der es ja richten will, egal wie es wir machen. Nein, wir stellen uns in dieser Zeit vor die Frage, was sind wir ohne Gott und wie sieht diese Welt aus ohne Gott? Das wird durchaus durchexerziert, immer und immer wieder. Der Mensch, der glaubt, er bräuchte die Arbeitshypothese Gott nicht mehr und er könne sein Leben gestalten, wie er wolle. Und das hätte alles überhaupt keine Konsequenzen. Und zugleich spürt er nicht, dass mit dem Gedanken an Gott, an diese Macht, die das Leben will und uns Hoffnung gibt, so viel verloren geht. Dass man allein bleibt in dieser Welt mit ihren Unwägbarkeiten, nicht nur mit ihren Viren. Dass man allein bleibt mit der Frage nach dem Tod und was denn da kommt. Dass man ausgeliefert ist seinen eigenen Antworten, die aber doch nicht über den Horizont des Lebens hinausblicken können.
Insofern 7 Wochen so, wie du bist. So wie du bist ohne deinen Gott, so wie du bist auf dich selbst geworfen, so wie diese Welt wäre, wenn es keine Hoffnung gäbe. 7 Wochen durchhalten, das ist allein schon schwer. Viele Leute versuchen das ihr Leben lang und das ist eigentlich unmöglich. Und dann basteln sie sich ihr eigenes Wolkenkuckucksheim für die Dinge, auf die sie keine Antworten mehr haben. Wir wollen unsere Antworten in der Bibel suchen und deshalb feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Im Psalm 91 heißt es: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dennoch, auch in dieser lichtlosen Zeit, sind wir hier als Christen ja nicht ohne das Evangelium. Wir stellen uns zwar dieser Welt und ihrem Leiden, aber wir hören doch immer wieder die Verkündigung dessen, was da bleibt und was Halt gibt. So auch in unserem Psalm. Und dass Gott seinen Engeln befohlen hat, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, das sagen wir so vielen Täuflingen hierzu. Nämlich auch sie stehen in der Situation, dass man vielfach Gott gar nicht erkennen kann und dass so vieles dagegen predigt, dass Gott denn wäre, weil das ist doch nicht vernünftig und man sieht es doch gar nicht im Leben und so weiter und so fort. So hämmert diese Botschaft auf uns ein. Und wenn wir dann im Tiefsten den Funken des Glaubens in uns nicht mehr spüren, weil wir ihn immer wieder wegdrücken, dann wird die Welt trostlos und ohne Licht. So rufen wir Gott an: Hilf, dass wir den Funken des Glaubens stets in uns tragen und dass er uns Licht auf unserem Wege ist. Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß an keinen Stein stößt. Darum, Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Guter Gott, du lässt uns nicht allein, auch in der Dunkelheit der Passionszeit nicht. Und wenn wir uns denn dem stellen, wie die Welt wäre, wenn du nicht da wärst, wenn du sie nicht in deiner Hand hieltest, dann erkennen wir, wie kostbar der Glaube, wie kostbar die Hoffnung und wie wertvoll dein Geschenk ist, das du uns in Jesus Christus gebracht hast.
So bitten wir dich, lass uns diesen Funken des Glaubens stets lebendig behalten in unserem Herzen. Lass uns klug sein für diese Welt, dadurch, dass wir dich erkennen. Und so bitten wir dich, geh du mit uns, stelle unsere Füße auf weiten Raum, trage uns auf Händen und schenke uns alles, was wir zum Leben brauchen, durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns die Worte des Evangeliums für den heutigen Sonntag in Vocavit hören. Das Evangelium steht bei Matthäus im 4. Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Selig, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Lasst uns unseren Glauben gemeinsam bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns gemeinsam ein Lied singen. Die 107. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich geh, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde schwer? Ohne dich zerstieben würden mir im Nu Glauben, Hoffen, Lieben, alles Herr bist du. Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Klingen jaucht sich froh dir zu. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Der für den heutigen Sonntag Invokavit vorgeschlagene Predigtext steht bei Johannes im 13. Kapitel. Ich lese die Verse 21 bis 30. Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte er sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihm Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spreche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er dem Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Liebe Gemeinde, eine merkwürdige Geschichte. Da sagt Jesus seinen eigenen Tod an und er weiß sich damit, und das ist der ganze Sinn dieser Geschichte, als Herr dieses Geschehens. Es ist eben nicht so, als würde etwas blindwütig über den Sohn Gottes hineinbrechen, sondern Gott in Jesus bleibt immer derjenige, der handelt. Es ist nicht so, als wenn das Leben über Gott triumphieren würde, sondern Gott handelt selbst. Er unterwirft sich quasi dem, bleibt aber selbst handelnder. Das wird hier ganz intensiv dadurch dargestellt, dass Jesus dem Judas den Bissen reicht und dann fährt der Satan in ihn. Nicht vorher, nicht als Widerstreit des Satans gegen Gott, sondern als Instrumentarium dessen, was geschehen muss. Das kommt uns sehr merkwürdig vor, aber es ist zugleich auch sehr wichtig. Vielfach ist das Handeln Gottes in dieser Welt ja nicht zu unterscheiden von dem, was wir einfach Zufall, Schicksal, Fügung und ist noch mal gut gegangen nennen. Das Handeln Gottes in der Welt, und das fängt an eigentlich mit der Geburt Jesu, ist ja so ohne weiteres gar nicht zu erkennen. Und so muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass in dem, was geschieht, eine sozusagen zweite Ebene liegt. Eine Ebene, die uns nicht unsere Freiheit nimmt, aber die doch mit dem Willen Gottes ganz eng verknüpft ist. Das ist ein unglaublich irres gedankliches Konstrukt. Nämlich, dass Jesus dem Judas das Brot gibt und dass der Satan in ihn hineinfährt, wie die Bibel das hier verkündet. Das macht ihn ja nicht frei von der Schuld, Jesus verraten zu haben. Und diese Schuld wird ja auch immer wieder durchaus betont. Es ist dieses Miteinander von Gott und den Menschen, das Miteinander aber auch von den anderen Mächten, die da sind und gegen Gott streiten, das ja diese Welt ausmacht. Und trotzdem bezeugt die Bibel, die letzte Regie geht nicht verloren, die fällt Gott nicht aus der Hand. Und das ist unglaublich schwer zu verstehen. Aber es ist schon darum unglaublich schwer zu verstehen, weil wir so gerne Gott auf die gute Seite legen und sagen, oh, der richtet das schon irgendwo hin und alles Schlechte wird er dann irgendwo aus der Welt schaffen, so wie das so in einem ja, Hollywood-Film letztendlich ist, wo das Böse ja immer letztendlich unterliegt. Aber es gibt eben auch diese verborgene Seite Gottes, die wir nicht ergründen können, der durch viele Dinge auch etwas in Gang bringt, was wir vordergründig erstmal auf die Seite widergöttlich stellen würde. Wie handelt Gott in der Welt? Das Alte Testament zeigt uns das ganz deutlich. Er nimmt Dinge auch zum Anlass, um etwas zu verändern,
in denen wir ihn gar nicht erkennen können, weil wir das Ganze Unheil nennen. Und vielleicht ist ja auch in der Gegenwart so etwas am Werk. Und vielleicht erkennen wir Gott ja deshalb nicht, weil wir immer in unserer Überheblichkeit meinen, wir bräuchten ihn gar nicht zu erkennen, weil wir kriegen das ja schon in den Griff. Warum erkennen wir nicht unsere Grenzen gerade da, wo sie uns deutlich vor Augen stehen? Warum erkennen wir nicht, dass wir in mancherlei Beziehung erst einmal machtlos sind und dann uns dem Gedanken stellen müssen, dass es auch eine Machtlosigkeit gibt, in der wir stehen. Und dass es nicht immer ein Mittelchen gibt, ein Pragmatismus, der uns vor allem bewahrt, sondern dass wir zunächst einmal mitten in der Welt all dem ausgesetzt sind, was da ist. Und dass wir trotzdem nicht ohne Gott sind. Der Duktus geht ja weiter. Jesus wird verraten. Jesus wird verhaftet, Jesus wird gequält, Jesus wird getötet. Und all das spricht ja alles für das Schlechte in der Welt. Und wenn die Jünger Gott nur so aufteilen würden wie, liebe Gott, alles andere, dann wäre aus der Geschichte nichts geworden. Nämlich dann hätte alles andere ja gesiegt. Wenn es aber dem Heilsplan Gottes entspricht, alles auch zu richten, dann geschieht plötzlich etwas anderes. Dann ist das ganze Böse, was geschieht, nicht weniger böse. Aber es ist doch zielgerichtet auf das, was Gott wirklich will, den Triumph der Liebe, die Hoffnung darauf, dass wir trotz des Todes, der uns allenthalben umgibt, dass wir trotz all unserer Endlichkeit, die uns auch schöpfungsmäßig eingestiftet ist, Hoffnung haben dürfen, dass das nicht das letzte Wort über uns hat. Der Glaube reißt uns eben nicht raus in ein Wolkenkuckucksheim, in dem wir denn beschaulich leben könnten bis ans Ende aller Tage und darüber hinaus natürlich auch noch, sondern der Glaube stellt uns mitten in die Welt und stellt uns jedes Mal die Frage, wie gehst du mit der Wirklichkeit der Welt denn um? Und ich kann dem doch nicht aus dem Weg gehen. Ich kann mich doch nicht den Dingen entziehen. Ich kann mich doch nicht einschließen ad infinitum und glauben, dann ginge der altböse Feind an mir vorbei und ich gehe dann wieder raus und alles ist frische Luft und wunderbar. Nein, ich komme raus und bin genauso dem ausgesetzt, was vorher gewesen ist. Alles dummes Zeug. Wir müssen uns dem stellen, dass das Leben so ist, wie es ist. Und wer das nicht tut, der geht sich in einer falschen Ideologie davon, was wir richten können und was wir richten werden. Der glaubt, dass wir alles wieder zum Guten richten, was wir blindwütig zerstört haben. Der glaubt, dass wir aus eigener Macht alles in unserer Hand halten. Wer glaubt das denn? Nicht mehr. Wir sind so naiv, dass wir glauben, dass wir Gott nicht mehr nötig hätten. Und Gott zeigt uns gerade durch diese Naivität hindurch, wie nötig das ist, sich wieder dem Gedanken zu stellen, dass wir natürlich sterben werden. Dazu brauchst du doch kein Corona. Dass wir natürlich dem ausgesetzt ist, was in der Welt ist und auch vielfach dem, was wir in diese Welt hineinsetzen. Da gibt es keinen göttlichen Puppenspieler, der uns da rausholt. Sondern im Gegenteil, diese Welt lebt so, wie sie gestiftet ist, wie sie geschaffen ist, mit ihrer ganzen Rätselhaftigkeit. Und oftmals glaube ich, dass da, wo Gott nicht mehr ist, dass er da ganz besonders ist. Und dass er trotzdem durch diese Geschichte hindurch handelt und uns letztendlich mit dem nicht alleine lässt, sondern uns die Hoffnung gibt, dass es ein Jenseits all dessen gibt. Dass es etwas gibt, einen Punkt jenseits unseres Lebens, an dem sich alles erklärt, was geschieht. Und in dem alle Erklärungen, die wir geben im Vorfeld, hinfällig werden. Wer darauf hofft, kann ertragen. Wer darauf hofft, kann auch das Fragwürdige hinnehmen und kann versuchen, innerhalb dieses Fragwürdige Gottes Willen, Gottes Wort, Gottes Weg und seinen Trost zu finden. Der kann das. Der muss nicht auf alles Antworten finden, wie das sowieso nur die Scharlatane tun, sondern der darf wissen, in allem ist Gott nicht fern, auch wenn ich ihn nicht erkenne. In allem wandelt sein Plan und dieser Plan wird in Jesus deutlich, in seinem Leiden, ja, und vor allem in seiner Auferstehung. Und wenn ich mich Christ nenne, kann ich davon überhaupt nicht absehen,
sondern bin in diese Welt hineingestellt, genau wie alle anderen, unter dieser Welt zu leiden, uns an dieser Welt zu erfreuen, aber darüber hinaus zu wissen, dass sich all das, was rätselhaft bleibt, in Gottes Hand zusammenfügt zu einem Bild, das wir heute nur verschwommen sehen oder vielleicht auch gar nicht, aber das vollständig wird da, wo Gottes Wille zum Ende und zur Erfüllung kommt. Darauf zu hoffen, ist unser Weg und das gibt uns Kraft fürs Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ihr seht, ich habe diesen Gottesdienst zur Mittagszeit aufgenommen. Lade euch einfach ein, die Stille zu wahren und auf die Glocken zu hören. Lasst uns beten. Guter Gott, wir leben in der Zwiespältigkeit dieser Welt und oftmals erkennen wir deinen Weg darin nicht. Nein, du zwingst uns nicht, das Schlechte gut und das Gute schlecht zu nennen, nein. Aber wir dürfen gewiss sein, dass du im Schlimmen nicht ferne bist und dass du in einer Gestalt uns begegnest, die uns immer wieder auf das zurückwirft, was wir brauchen: Hoffnung. Hoffnung, dass das, was um uns herum geschieht, dass die Mächte dieser Welt auch dir unterworfen sind und dass sie dennoch wüten, als ob es dich nicht gäbe, nämlich das ist dir naturell. So bitten wir dich, lass diese Rätselhaftigkeit der Welt in uns offen stehen
und uns den naiven Glauben bewahren, dass über allem und in allem du irgendwie auch wirkst. Und dass du zuletzt alles Unrecht wenden wirst zum Guten. Dass du zuletzt uns fragst, wie habt ihr euch gestellt zu dem, was da an Schlimmem passiert ist? Zu dem, was da gegen mich angepredigt hat? Zu dem, was euch zur Bewährung gegeben da war? Habt ihr durchgehalten? Habt ihr eure Hoffnung erhalten oder habt ihr den anderen Mächten Recht gegeben, die euch zu versuchen, in tiefste Abgründe euch gestürzt haben? Wer kann diese Zeit ohne Schaden überleben? Der, der weiß, dass es dich, Gott, gibt und dass jenseits all dem, was uns quält, du uns erhältst und uns nicht allein lässt mit einem Verhängnis, gegen das wir allein zu kämpfen hätten und wenn wir darin umkommen. In Jesus sehen wir, dass du durch diese Zeit mitwirkst und zugleich den Ausgang bestimmst zum Guten. Und das wollen wir glauben und hoffen, ohne auf alles eine Antwort zu haben, ohne von vornherein zu sehen, wofür es dient, wollen wir darauf hoffen, dass du alles dazu wendest, dass wir dich erkennen, dass unsere Hoffnung stark wird und dass wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist und uns den Weg in ein Meer öffnet, das das Weniger des Lebens nicht verschlingen kann. So bitten wir dich als kleine, begrenzte Menschen, die doch so begnadet sind durch dich, dass du uns füllst mit deiner Hoffnung. Wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So lasst uns gehen im Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch allen seinen Frieden. Er, unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wenn es geht, kommt doch nach Delling hin und feiert hier den Gottesdienst. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass euch dieser Gottesdienst erbaut und dass er eben nicht alle Fragen beantwortet, sondern die wirklichen Lebensfragen ja offen lässt, als Frage nach Gott und was wir ihm zutrauen und wo wir ihn erkennen können. Diesen Prozess, lass diese Woche durchlaufen, lass diese 7 Wochen durchlaufen, diese 7 Wochen ohne Ablenkung durch das, was ständig gegen ihn predigt. Und dann kommt das Licht der Osternacht, das Licht, das wir für unser Leben brauchen. Gottes Segen. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, als du, unser Gott alleine.